ich weiß nicht, ob es so gut ist, diese ganze Show von Seiten der NATO weiter am Laufen zu lassen. Weil nüchtern betrachtet hat die Ukraine keine Chance, so wie sich das jetzt seitens der NATO und des Westens darstellt. Weil was können sie an Waffen liefern? Sie können nur das liefern, womit die ukrainischen Soldaten auch umgehen können. Und das ist in der Regel veraltetes Material. Was gegen die modernen Waffensysteme der Russen nicht den Hauch einer Chance hat. Da muss man einfach auch mal nüchtern drüber nachdenken, Leute. Deswegen ist es Irrsinn. Und deswegen bin ich ein absoluter Gegner dieses Konflikts und wünsche mir eigentlich, dass diese ganze Nummer hier mal aufhört und endlich mal eine verbale Abrüstung stattfindet, anstatt weiter Waffen da reinzupumpen. Weil eines ist mal ganz klar, auch noch dem letzten Vollidioten da draußen, der glaubt, er kann mit Waffen Frieden schaffen. Je mehr Waffen da reinkommen, umso mehr Tote wird es geben. Und den dummen Deutschen da draußen und auch den dummen Bürgern auf der Welt, die nur CNN und ARD und ZDF gucken, den könnt ihr ja gerne erzählen, dass das Resultat dann die schlechter wären. Nein. Das Resultat waren eure Waffen, die diese Zivilisten dann auch noch getötet haben. Denn eure Waffen werden weiterhin dafür sorgen, dass die Zivilisten in die Schussbahn kommen. Und jeder Tote, dieser Krieg verlängert wird, geht nicht nur auf diese Kappe, die geht auch auf eure Kappe. Und deswegen nochmal, wenn ihr unbedingt einen Krieg wollt, packt eure Klamotten, ihr lieben Trolle, Bots, Kommentatoren oder was auch immer ihr seid und liebe Politiker im Westen, packt doch einfach euer Marschgepäck und geht runter in die Ukraine und lasst Taten sprechen. Anstatt Zivilisten unnötig weiter zu opfern. Das ist meine Meinung.